Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Stadion-Vlog. Und zwar sind wir heute bei Paderborn gegen Hertha. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil bei Paderborn spielt ein Kindheitsfreund von mir, und zwar Philipp Bilbia. Ich blende mal hier sein Bild ein. Und ich hoffe, er trifft heute. Wir waren gerade irgendwie eine Stunde im Zug mit Hertha-Fans, die ganze Zeit irgendwie da gesoffen haben, geschrien haben, gesungen haben. Die sind ja auch gerade vor unserem Hotel immer noch. Das ist wirklich geistkrank. Die haben richtig meinen Kopf gefickt gerade, aber... Mal gucken, ob die später noch lachen werden. Eigentlich wäre ich heute auch für Hertha, aber weil Philipp halt bei Paderborn spielt, kann ich nicht für Hertha sein heute. Es tut mir leid, es geht nicht. Die Hertha-Fans stehen irgendwo hier unten gerade, man sieht die nicht, aber ich glaube, man hört die ein bisschen. Das Zimmer ist übrigens auch sehr, sehr nice, direkt am Bahnhof. Hier, wunderschönes Badezimmer. Hier unsere Klamotten und das Zimmer an sich auch. Bett sieht auch super aus. Fernseher läuft schon. Aussicht ist nicht so geil. Beziehungsweise das ist gar nicht geil, aber ja, da sieht man schon einen Hertha-Fan. Der ist da am Singen. Der Vorhang ist jetzt zu, aber hier ist so ein Glas, wo man von der anderen Seite reingucken kann. Also ich hoffe, du machst mir eine Show später, Junge. Da sieht man auch schon die Hertha-Fans. Alle schon komplett weg. Los geht's. Egal, ich hatte kurz gedacht, dass er hier... Hat der Jindawi-Trikot? Nade. Stark. Paderborn und Hertha sind aktuell nicht so gut drauf. Paderborn hat keinen Sieg in den letzten 4 Spielen geholt, Hertha hat nur einen Sieg geholt. Ich bin gespannt, wer es heute holt. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Erstes Mal für mich zweite Bundesliga. Ich habe noch nie zweite Bundesliga geguckt. Also live im Stadion. Und ja, mal schauen. Wir sind ready. Digga, was ist das für ein Fleck? Egal. So, wir sind ready fürs Spiel. Philipp, wenn du kein Tor schießt, komm nie wieder. Ganz einfach. Und er kommt sowieso nicht. Diese Lobby sieht auch wirklich mies nice aus. Wir können hier später unsere Snacks holen. Unsere Snacks. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und ist direkt am Bahnhof gewesen. Also sehr, sehr entspannt. Da sind wir in der Home Deluxe Arena. Der Name ist jetzt nicht der geilste, finde ich, mit Home Deluxe Arena. Sieht zwar schon einigermaßen modern aus. Wobei, ich denke schon nice aus, aber der Name ist nicht so geil. Was sagst du? Sehr schön. Bei der Pressekonferenz hat es ja schon ordentlich gekracht. Pal Dardai ist einfach rausgestürmt, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er kein Spielkonzept hat. Heute werden wir sehen, ob seine Taktik aufgeht und ob sie dann vielleicht auch den Sieg nach Hause holen. Mal gucken. VIP-Tickets hatte ich noch nie, das bin ich erst recht gespannt. Und ja, warst du schon mal in der Loge? VIP-Loge? No. Ich auch nicht. Das Ding ist, ich kann nicht mal essen oder so, weil ich noch faste. Ich kann auch nichts trinken, also ich habe offiziell einfach gar nichts davon. Außer vielleicht die Sicht, die Aussicht. Schau mal bitte diese Schlange an. Aber wie können die einfach skippen? Wir haben jetzt VIP-Bändchen bekommen. Zeig mal dein Bändchen. Stark, jetzt sind wir special. Jetzt sind wir besonders. Wir sind jetzt in der Lounge. Sieht sehr familiär aus hier. Hier gibt es auch richtig nice Essen. Ich kann leider nicht hier zugreifen. Da gibt es auch noch richtig viel. Aber sieht auf jeden Fall nice aus. So, hier geht es jetzt raus. Schon sehr nice aus. Diesen LEDs und so. Ja, wir sitzen hier eigentlich fast direkt am Spielfeldrand. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Aussicht. Der Platz sieht auch sehr, sehr nice aus. Aber muss man auch eigentlich erwarten für zweite Bundesliga. Ich finde das hier mit den LEDs auch richtig krass. Und da oben sind die Kameras, mit denen nachher das Spiel aufgezeichnet bzw. übertragen wird. Schade, also uns wird man auf jeden Fall heute nicht sehen. Was ich hier auf jeden Fall besser finde als zum Beispiel im Olympiastadion, du hast nicht diese komische Tatanbahn hier. Genau, Tatanbahn. Du bist so fast direkt am Platz eigentlich. Das ist schon geil. Hier wird dann nachher unser Platz sein, hier sieht man schon. So sehr schöne Ledersitze auf jeden Fall. Nicht diese Plastikschalen wie sonst. Und das wird dann nachher unsere Aussicht sein. Die Kommentatorenplätze, auch geil aus. So Leute, es hat jetzt noch richtig stark angefangen zu regnen. Wir sind hier zum Glück noch unter dem Dach. Aber wir sind wirklich genau an der Grenze. Ich glaube, ab da, ab diesem roten Ding, ja, da sieht man schon, da kommen schon die Tropfen hoch. Wir sind hier auf jeden Fall safe. Die ersten Torhüter sind schon draußen. Wir warten jetzt auf die Mannschaft und besonders auf Philipp. Ey, ich fühle mich hier so falsch, ohne Spaß. In dieser VIP-Area. Ich habe da nichts verloren. Ich habe das Gefühl, wir wurden mies komisch angeguckt die ganze Zeit. Ich glaube, war auch so. Würden Sie denken, dass wir uns reingeschmuggelt haben? Ja, wirklich. Die ersten Blicke waren auf jeden Fall so, haben wir unser Bändchen hier gezeigt. Und dann war so, okay, aber man wurde trotzdem komisch angeguckt irgendwie. Man hat auch keine Ahnung, was man da macht und sowas. Weil man war noch nie VIP. Show me your touch. Oh,
Der war sauber. Da sind, glaube ich, die Hertha-Fans. Alles nicht so leicht zu erkennen, weil alle hier einfach weiß-blau tragen. Aber ich schätze mal, das sind die Hertha-Fans. Die machen auch schon gute Stimmung da, vor ihren Torhütern. Hier ist Paderborn. Philipp! Wo ist er? Da ist er! Philipp! 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 Er läuft wie ein Boss. Wenn das nicht gleich runterfällt, ich weiß auch nicht. Ja, da gibt's die Ohrschützer. Also egal wo man ist, diese Zahl ist immer da. Freunde, wir sind zu unseren Plätzen. Der Mensch der Rett, gute Sicht von hier. Hier sieht man eigentlich alles perfekt. Also top, top Plätze. Danke nochmal an Philipp, ich küsse dein Herz, Bro. Die Hertha-Fans gehen ab. Wirklich konstant, seit die hier sind. Die Hertha-Fans machen so eine geile Stimmung. Die 28. Spiel. Ein Spiel. Und wir wollen heute alles dafür geben. Das Spiel beginnt. Komm, Junge, zeig was. Schade, schade, schade. Guter Ball eigentlich. Konter von Hertha. Stark erobert, stark erobert. Oh. Ich sag euch, das Spiel wird geil. Das Spiel wird noch geil. Ja, stark. Nimm ihn auseinander. Oh. Alter Mann, ich glaube abseits. Philipp ist so blank. Paderborn mit der eigenen Mauer. Oh! Was? Was? Der Klavier ist nicht reingekommen. Egal, egal, egal. Egal, alles gut. Weiter, Kopf hoch. Paderborn ganz, ganz klar besser. Ganz, ganz klar. Hertha ist gerade echt, echt schwach, ja. Stark! Schieß! Hey! Hey! Der Mann ist so am Kochen. Er ist so am Kochen. Ja! Schade, was soll man sagen? Fehler, ein Schuss, ein Tor. Wo ist das Konzept? Wo ist es? Er war sauber. Rese. Rese ist der Mann für die Magic Moments. Stark. Weiter! Oh! Boah, sind da die Akku? Weg! Schade. Boah, boah! Balle, schade. Ruhig! Weg, ah!
Hertha hat das Spiel komplett hier gedreht. Zwar nicht mit der Führung, aber mit dem Spielanteil. Paderborn kommt gar nicht mehr raus und gar nicht mehr. Die machen hier gerade richtig viel Druck. Hertha, also es kann auf jeden Fall sein, dass sie jetzt 2-1 machen. Oder Paderborn und jetzt auch wieder ein Lucky Man kommt. So wie ich gerade gesagt habe, Paderborn passt mit dem Lucky Punch einfach. Ja, das ist ein geiles Spiel, es ist doch ein geiles Spiel geworden, hätte ich nicht gedacht. Die ersten 15 Minuten war ein bisschen wackelig, aber jetzt wirklich geil geworden. Ausverkauf, ein herzliches Dankeschön fürs Kaufen. Sehr stark, bitteschön. 50.000 Zuschauer und Hertha, ihr dreht mit dem Konter. Das ist schlecht. Hertha-Fans werfen Klopapier auf den Spieler, sowas geht gar nicht, ja. Sowas geht wirklich gar nicht. Das sind Corona-Zeiten. Corona-Zeiten haben die Leute... Oh. Erstmal kommt der Typ, der Toilettenpapier geworfen hat, und dann kommt nicht jahrelang nichts, und dann kommt's, ja. Ihr kennt den Rest. Du hast zum dritten Mal dran. Boah, geile Bewegung. Werfen weiter in Klopapier. Halbzeit, immer noch 1-1. Am Ende war es dann doch wieder ausgeglichen. Die ersten 15 Minuten waren mit Paderborn am Start, zweite 15 Minuten Hertha. Hat er gewonnen? Hier in der VIP-Area haben wir noch ein kleines Heft bekommen. Und hier sieht man, Zweikämpfe Philipp Belbia an der Spitze, stark gemacht. So wie ich es sehen. So wie ich es sehen. So, auf geht's zur zweiten Halbzeit. Hoffen wir mal, dass Paderborn das Ding jetzt noch macht. Wenn Philipp kein Tor schießt, bin ich sauer. Sicher, sicher. Direkt der Lange. Da liegt er noch verletzt. Er ist sauer. Es geht gleich weiter mit der Ecke von Paderborn. Kurz ausgeführt. Stark. Da geht's wieder über Philipp. Ah, schade. Der ist so heiß, der Junge, der brennt. Der brennt, ich merke das, der brennt. Der will heute unbedingt ein Ding machen. Ganz klar verdiente Führung, aber Hertha schlägt sich sehr, sehr gut. Zweite Halbzeit ein bisschen weniger, insgesamt aber trotzdem gut. Mal schauen, vielleicht können sie noch mal zurückkommen wie davor, aber oh! Debüt heute, Philipp leider raus. 37, Jascha! Kann der eigentlich gehen, oder? Da hinten dreht er seine Ehrenrunde. Was ich gerade noch sagen wollte, wir haben gerade in der VIP-Lounge mit dem Kollegen von der Nummer 37 geredet und er meinte, es wäre richtig geil, wenn er heute reinkommt und er ist wirklich jetzt noch reingekommen. Viel Erfolg und Glückwunsch und Gesundheit und Glückwunsch und alles einfach an die Nummer 37 und an alle anderen natürlich auch. Foul von Hertha, der Mann hat sich durch seine Augen natürlich nichts. Der Mann leistet hier teilweise mehr als seine Spieler auf dem Platz. Wo ist dein Konzept? Ah!
richtiger Toni Kroos-Schuss. Boah! Boah! Starke Aktion, ja. Boah, stark gemacht. Abseits! Aber wird's geprüft? Es wird geprüft. Ja. Hertha macht zwar letzte 5 bis 10 Minuten mehr Druck, aber 2-2 ist meiner Meinung nach nicht verdient. Aber es war trotzdem ein geiles Tor, muss man einfach sagen, es ist ein geiles Tor. Hertha brennt jetzt hier, Hertha brennt richtig. Die wollen den Sieg hier noch holen. Geiler Ball. Das ist nix, oder? In dieser Situation ging es. Ist der Ball im Aus oder nicht? Entscheidet selber für euch. Ja, schreibt es in die Kommentare. Hand? Hand? Keine Hand? Innerhalb von ein paar Minuten das Spiel gedreht. Respekt an Hertha, wirklich starke Leistung. Das ist noch drehen, aber sehr, sehr schade. Das ist traurig, das ist so hart. Als Berliner freue ich mich irgendwie. Aber ja, trotzdem schade für Philipp. Starke Grätsche. 7 Minuten Nachspielzeit. 7 Minuten. Hertha kommt nochmal. Hertha ist nochmal dran. Nein! Ich glaube, es war schwerer, den übers Tor zu bringen. Alter. Van der Born war meiner Meinung nach meiste Zeit besser, aber wirklich wer besser spielt, zählt, wer einfach am Ende mehr Tore schießt und zwei hat heute. Geben wir nicht. Trotzdem der Dank an die Fans. So Leute, das Spiel ist vorbei. Wir spielen jetzt hier noch in der VIP-Lounge und mit einem besonderen Gast, mit Philipp. Aber danke erstmal nochmal für die Karten, für die VIP-Tickets. Und ein Trikot hat er mir auch geklärt. Noch nicht unterschrieben, aber schön verschwitzt. Ja. Geil. Wäschst du das? Nein, ich lass das so. Ich ran das. Ich hab doch gezeigt, das andere haben Trikot. Ich mach genau das Gleiche. Daneben. Ich mach Band nur mit deinem Trikot daher. Ja, hat sich gefallen. Geil. Sehr, sehr, sehr. Danke noch für alles. Auch danke von Simon. Dankeschön. Ja, war sehr geil. Also, leider kein Sieg, aber du hast stark gespielt. Du hast stark gespielt. Also, du wirst ja eh dann das Video sehen, wenn ich Schwert geschnitten hab. Man wird sehr viele Szenen von Dankeschön. So Leute, wir sind jetzt raus aus dem Stadion. Oh, wir sind länger geblieben als gedacht, weil Philipp halt noch hochkam. Ich wollte ihn jetzt auch nicht nerven mit dem Film, deshalb habe ich nicht so viel gefilmt mit ihm, aber da wird noch was kommen. So viel kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und ja, und Simon kann, und ich. Ja, sag. Und ich kann euch das auch sagen. Ja. Und tschau. Es ist jetzt 22 Uhr, Simon und ich, wir suchen jetzt noch hier irgendwas zu essen. Boah, schwierig, glaube ich, weil alles macht hier gefühlt zu. Aber ihr merkt nicht mal aus der Puste, weil wir rennen. Oder wir versuchen gerade zum Bus zu rennen. Yalla, wir gehen joggen. Wir gehen joggen.
Sieht nicht schlecht aus. Wir haben uns jetzt hier so Döner bestellt und angeblich sollen die so sein wie Berlin. Der sieht nice aus, der riecht auch gut. Pommes haben wir uns auch geholt. Ich bin gespannt. Mal gucken. Doch, der ist stabil. Der ist stabil. Ich hab mir schon gedacht. Ist nichts Krasses so, aber kann man vergleichen mit so Standard-Berlin-Döner. Aber der ist gut. Also kann man auf jeden Fall essen. Achso, du Digga, Bruder, ich denke die ganze Zeit, du redest mit mir. Ich bin mit einem schlechten Gefühl hier reingekommen, bin ich euch ganz ehrlich. Aber der sah schon ganz gut aus von innen. Auch das Fleisch und die Soße und alles. Die hatten irgendwie 6-7 Soßen, aber ich habe klassisch Kräuterknoblauch genommen. Den Salat, alles komplett. Und der ist nice. Also wenn ich hier leben würde, würde ich hier immer essen. Das ist mir mal gekommen. Ja. Nichts Besonderes. Auch nicht schlecht. Standard-Pommes. An die, die bis hier zugeguckt haben, danke fürs Zugucken. Ich küsse eure Herzen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu teilen, zu kommentieren. Alles dies und das. Alles zu machen. Und ich küsse euer Herzen. In Zukunft, kennst du diese Standard? In Zukunft werden noch einige Sachen kommen. Aber es sind ein paar Sachen geplant, aber ich sage nicht zu viel. Ich küsse euer Herzen. Ciao, ciao.